Heute zeige ich dir eine tägliche Fitnessroutine, die du machen kannst, von zu Hause aus, selbst wenn du ganz wenig Zeit hast und damit nicht mehr den Einwand dir selbst verkaufen kannst, dass du aufgrund von fehlendem Equipment oder aber auch fehlender Zeit es nicht schaffst, täglich den Arsch hoch zu bekommen. Damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich dir direkt auch vorstelle, wie so eine tägliche Fitnessroutine für dich aussehen kann, ganz bequem von zu Hause aus, auch wenn du wenig Zeit hast, will ich ganz zu Beginn dir nochmal klar machen, welche Relevanz tägliche Bewegung besitzt und wie wertvoll für deinen Körper auch nur kurze Workouts und Einheiten sein können. Weil letztlich du es sicherlich auch schon mal erlebt haben wirst, dass du nach einer körperlichen Betätigung generell eine verbesserte Stimmung erlebst, mehr Energie hast, dich besser fühlst als vorher. Und wenn du das auf einer regelmäßigen Art und Weise in dein Leben integrierst, wirst du merken, dass es dir unterm Strich einfach deutlich besser geht. Letztlich kommen wir alle aus einer Situation, auch wie sich unser ganzer Organismus entwickelt hat und was er sich gewöhnt ist, aus einer täglichen Herausforderung von 20 bis 25 Kilometer gehen täglich. Bedeutet, wir sind uns eigentlich gewöhnt, uns den ganzen Tag nur zu bewegen, zwischendrin mal Ruhepausen zu haben und eben nicht diesen Lebensstil zu leben, den wir jetzt heute als normal erachten, uns gezielte Pausen zu nehmen, um uns zu bewegen, sondern eigentlich ist genau den Weg andersrum. Heißt wiederum für dich, wenn du schaffst, auch nur eine kurze Zeit täglich für deinen Sport und deine Bewegung zu realisieren, auch gerne aufgeteilt in mehrere kleine Blöcke täglich oder auch einen größeren, wenn du es gerne bündeln willst, wirst du damit einfach nur in der Lage sein, deinen Stoffwechsel zu verbessern, heißt letztlich auch die Durchblutung in deiner Struktur. Du wirst mehr Neurotransmitter auch produzieren, die dir ein Gefühl von verbesserter Stimmung, mehr Glückseligkeit geben und du wirst dich in deinem Körper auch in Summe deutlich besser fühlen. Und das direkt auch schon als Überleitung für deine eigentliche tägliche Fitnessroutine. Ganz wichtig, bevor du mit der startest, mach dich erstmal global warm. Ja, letztlich ist es hier ganz wichtig, in meinen Augen aus dreierlei Hinsicht, erstmal deinen Körper in Bewegung zu bringen. Zum einen, damit du auch rein mental und emotional weißt, hey, jetzt ist Bewegung angesagt. Heißt, dass du mal deinen ganzen Alltagsstress ein bisschen zur Seite schiebst, deinen Fokus rein auf die Bewegung selbst bringst. In der zweiten Form dann natürlich dafür, dass erstmal deine Herzfrequenz nach oben geht, sich die Durchblutung in der aktiven Struktur verbessert, bedeutet direkt in der Muskulatur mehr Blut und Sauerstoff zur Verfügung steht und ganz wichtig, bevor du dann letztlich auch in Bewegung findest, sich erstmal deine Synovialflüssigkeit, also letztlich deine Gelenksflüssigkeit verteilen kann, damit später auf die passive Struktur die Last dann auch wirklich sinnvoll verteilt werden kann. Dazu reichen auch schon mal 5 bis 10 Minuten. Dazu musst du jetzt auch nicht irgendwo Ausdauergeräte zur Hand haben, sondern das kannst du ganz einfach über Seilspringen integrieren, über Hampelmänner, über Burpees, um da letztlich einfach eine Möglichkeit zu finden, wenn du irgendwo ein Cardiogerät zu Hause hast, auch dort sehr gern über einen Ergometer, über einen Crosstrainer, ein Fahrrad zu arbeiten, um erstmal für 5 bis 10 Minuten deinen Körper in Turm zu bringen und ihn auf die folgende kurze Trainingseinheit dann auch warm zu machen. Anschließend bringt mich das dann auch direkt schon zu deiner Fitnessroutine, die du gern täglich integrieren kannst. Und da hat sich in der Zusammenarbeit mit über 300 Klienten bis heute das Tabata als klassisches Zirkelintervalltraining bewährt. Warum? Letztlich aus mehreren Gründen. Zum einen hast du in Tabata 8 Übungen aneinandergereiht, die du jeweils mit 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause trainierst. Bedeutet, du hast insgesamt 8 Übungen mit einer gesamten Zeitdauer je Zirkel von 4 Minuten. Nach diesem Zirkel kannst du gerne 2 Minuten Pause anschließen, wenn du sie benötigst. Heißt, ein gesamter Tabata-Zirkel benötigt 6 Minuten. Und du bist damit sehr gut in der Lage, auch in einer ganz kurzen Zeit zu trainieren und ganz wichtig ist später auch zu skalieren. Heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe nur 20 Minuten Zeit, sind es in jedem Fall 3 Tabata-Zirkel, Abläufe mit Pause. Wenn du ohne Pause arbeiten solltest, könntest du sogar 5 integrieren, wenn du sie aneinander reißt. Demgegenüber hast du aber auch die Möglichkeit, wenn du mehr Zeit hast, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, auch hier entsprechend mehr Tabata-Abläufe zu integrieren. Der zweite Vorteil liegt letztlich darin, dass es hunderte von Tracks gibt, hunderte von Songs, die du egal wo findest, sei es auf YouTube, auf Apple Podcast oder auf Spotify, die genau zu diesem Ablauf hingeschrieben sind, wo dich letztlich ein Song dabei begleitet und gleichzeitig die einzelnen Stationen nochmal ein- und ausgezählt werden. Heißt, jemand begleitet dich darin,
zählt entsprechend runter, bevor die erste Runde startet, gibt dir nochmal den letzten Countdown mit, die letzten 5 Sekunden runterzählen bis zu null, bevor dann die Pause folgt und gibt dir dann auch wieder ein Intro, wenn die nächste Übung kommt. Heißt, du hast dort die Möglichkeit, dass wenn du sagst, hey, jetzt hatte ich einen langen Tag im Büro oder mein Tag startet gerade erst, dich auf eine extern geführte Instanz zu verlassen, die dich motiviert und in die Bewegung bringt, drückst einfach nur auf Play, hast deinen Lautsprecher verbunden und dann geht's direkt los. Und der dritte große Vorteil sehe ich letztlich darin, dass du mit diesen 8 Übungen in Folge und im Wechsel immer auch unterschiedliche Bewegungsmuster trainierst und somit in der Lage bist, in der doch sehr komprimierten und kurzen Zeiteinheit eine möglichst große Variation an Übungen zu integrieren, bei der es dir dann auch nicht langweilig wird. Und das ist letztlich dann auch meine Empfehlung, die ich dir direkt hier an die Hand geben will. Tabata, wenn du es noch nicht getan hast, gerne mal anzutesten. Ich habe sehr viele Klienten, die von dieser Trainingsmethode gar nicht mehr weg wollen später, weil sie sagen, hey, ist ein geniales Medium, um in kurzer Zeit skalierbar und auch dann mit einem externen Sparringspartner das Ganze umzusetzen und in einer sehr kurzen Zeit auch mal den Kopf frei zu bekommen. Weil wenn du ehrlich zu dir selbst bist, 20 Minuten am Tag findest du immer, um in Bewegung zu kommen. Die Frage ist nur, wie. Und genau das Wie ist dann der Inhalt auch der Frage und des nächsten Punkts, was du in so einem Tabata-Ablauf auch direkt integrieren kannst. Meine Empfehlung geht dahin, wenn du wirklich gar nichts an Equipment zur Hand hast, arbeite über isometrisches Training. Was bedeutet das Ganze? Isometrie ist letztlich die Beschreibung einer Übungsausführung, wo du eine Position hältst und diese allerdings nur mit muskulärer Kraft auch wirklich halten kannst. Beispiele dafür sind eher noch alte Schule wie ein Wandsitz, ein Unterarmstütz oder auch ein Seitstütz. Dafür wirst du hier an der Stelle, wenn du das Ganze als Video siehst, auch nochmal eingeblendet bekommen, wie das Ganze am Beispiel auch von Übungsvideos aussehen kann, die wir auch im Rahmen der Zusammenarbeit unseren Klienten direkt an die Hand geben, wo sie später auch per Smartphone, Tablet oder Rechner über eine Übungsbibliothek von über 140 Übungen auch direkt darauf zugreifen können, weil du letztlich hier keinerlei Equipment benötigst und rein über diese muskuläre Gegenarbeit arbeiten kannst, selbst wenn du irgendwo orthopädische Probleme hast oder gerade aus einer Verletzung oder Reha kommst, weil du hier keine Längenveränderung in der Muskulatur hast. Heißt, du arbeitest auch hier maximal verletzungsprophylaktisch, weil du hier deiner Muskulatur nicht die Aufgabe gibst, in eine aktive Längenveränderung reinzukommen. Das wären jetzt hier letztlich, wenn du den Wandsitz, Unterarmstütz und den Seitstütz links und rechts siehst, schon mal 4 von insgesamt 8 Positionen, die du damit ganz einfach beüben kannst. Nummer 5 wäre dann ein Rückstütz auf dem Unterarm, um auch die hintere Kette dann nochmals in Belastung zu bringen. Nummer 6 und 7 wäre meine Empfehlung, um auch den Brust- und Schultergürtel in einer direkten, koordinativ balancierenden Anforderung zu trainieren. Ein gestreckter Seitstütz, direkt flach auf der Hand mit gestrecktem Ellbogen, sowohl links als auch rechts. Und dann in der letzten 8. Instanz über Liegestütze. Weil damit hast du dann auch nochmal alle drückenden Muskeln im Oberkörper integriert, von der Brust über die vordere Schulter bis hin zum Trizeps und hast somit einen Beispielablauf für 8 Übungen, die du täglich integrieren kannst, um deinen Körper nicht nur mit an sich Bewegung zu trainieren, sondern wirklich auch eine Funktion zu arbeiten. Funktion ist dort das Stichwort, weil letztlich hier dein Rumpf und Core eigentlich auch so das Kernstück deiner Physis sein sollte, um letztlich hier die Stabilität zu gewährleisten, währenddessen sich später die Arme und Beine frei bewegen können. Man kann es später nochmals verstärkt forcieren, indem man versucht, letztlich an Anpassungen in die einzelnen Übungen mit reinzunehmen, um hier nochmal mehr Momentum und Bewegung in die Extremitäten reinzubekommen. Ich sehe aber bei meinem Gegenüber sehr häufig hier wirklich großes Thema, erstmal überhaupt sinnvoll im Rumpf arbeiten zu können, Stabilität reinzubekommen. Und das selbst bei Personen, die 150 Kilo plus vom Boden heben oder auch beugen und aber gleichzeitig diese alte Schule an Übungen komplett vernachlässigt haben. Wenn du hier dieses Video siehst oder im Podcast hörst und an der Stelle jetzt sagst du, ich trainiere eigentlich nicht zu Hause, sondern im Fitnessstudio, ich brauche jetzt keinen Tabata-Ablauf, brauchst du auch nicht, aber tu mir eingefallen, dass du nach dem globalen Aufwärmen erstmal in der nächsten Stelle deinen Rumpf und Core sauber aufwärmst und in der Funktion hier zumindest über die Instanzen von den ersten 7 Übungen gehst, um hier wirklich warm zu werden. Letztlich gibt dir der Tabata-Ablauf dann auch schon die Direktive, wie viele Abläufe du davon integrieren kannst. Jeweils von einer Übung auch ein Ablauf mit jeweils 20 Sekunden Haltedauer, 10 Sekunden Pause. Und später akkumulierst du dann später nur den physischen Stress und damit auch die Trainingsbelastung über die Anzahl der Zirkelabläufe, die du aneinanderlegst. Oder aber,
gleichzeitig dann auch die Pausenzeit dazwischen reduzieren kannst oder auch komplett herausnehmen kannst. Heißt, dass nach einem Tabata-Ablauf 2 Minuten Pause zu halten, ist natürlich in Summe deutlich weniger anstrengend, wie es, wenn ich 2 Tabata-Abläufe in Folge trainiere und keine Pause dazwischen habe. Es wären dann später auch die Steigerungsmöglichkeiten, die du hast, abhängig dann natürlich sehr stark auch von dem Fitnesslevel. Du wirst aber auch hier erstaunt sein, wenn du solche Übungen jetzt nicht regelmäßig mittrainierst, dass du merken wirst, wie anspruchsvoll hier eigentlich diese grundlegenden Übungen zunächst mal schon sein können. Heißt, wenn du es nicht schaffst, auf diese 20 Sekunden Haltedauer je Übung zu kommen, mach dir jetzt auch keinen Kopf. Wenn du es nicht mehr halten kannst, geh aus der Übung raus, bevor du in eine schlechte Position und Haltung verfällst, und füll dann später diese 20 Sekunden im Ablauf selbst nochmal auf. Heißt, wenn du jetzt nach 10 Sekunden Unterarmstütz merkst, ich kann ihn nicht länger halten, geh kurz raus und füll anschließend auf die 20 Sekunden auf, bevor es dann zur nächsten Übung geht. Nachdem du dann deine entsprechende Anzahl an Tabata-Abläufen integriert hast, folgt dann ganz wichtig noch das Cooldown. Das Cooldown hat letztlich wie das Warm-up nicht nur den Zweck, dich auch mental aus der Trainingseinheit rauszunehmen, sondern auch über eine erhöhte Herzfrequenz nochmals dir die Möglichkeit zu geben, dann auch alle Stoffwechsel-Endprodukte, vor allem das Laktat, aus der Muskulatur herauszubekommen, damit du dann direkt schon mal den ersten Schritt in die Regeneration tust, proaktiv, und dann aber auch nochmal deiner gesamten Struktur die Möglichkeit gibst, da wirklich runterzukommen. Ganz wichtig, dort werden Empfehlungen ähnlich, wie es im Warm-up der Fall ist, über Seilspringen, über Hampelmänner, über Burpees oder aber natürlich auch über Ausdauer- und Kardiogeräte, die dir direkt zu Hause zur Verfügung stehen. Neben dem Cooldown jetzt in klassischer Form über Herz-Kreislauf ist es dann natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn du das Gefühl hast, du willst nochmal in der Struktur geschmeidiger werden und willst auch nochmal ein bisschen runterkommen, gerne auch in den Positionen reinzukommen, die dir selbst auch schon geläufig sind. Um jetzt aber hier den Raum nicht zu sprengen, will ich da jetzt nicht mehr im konkreten Fall mit drauf eingehen, sondern will dir hier vor allem eher so den Kontext und den Rahmen und dann aber auch gleichzeitig darunter hier die Perspektive geben, welche Übungen du konkret machen kannst, um eine tägliche Fitnessroutine aufzubauen, selbst wenn du wenig Zeit hast und das Ganze zu Hause tun willst. Wenn du dich an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich will eigentlich auch endlich wieder fit werden, ich will meinen Körper wohlfühlen, Muskulatur auf und Fett abbauen, dann melde dich auch sehr gern bei mir. Kannst dir dort auf meiner Homepage davidbachmeier.com auch dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin buchen, indem wir dich dann in dem ersten unverbindlichen Telefonat kontaktieren, gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was du auf diesem Weg von A nach B benötigst, damit wir dich dort auch hinbringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben, und tu Gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest, und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte mich mit einer 5-Sterne-Bewertung, damit du hier dem Algorithmus nochmal Daten lieferst und ihm sagst, hey, was ich da von David mitbekomme, das hilft mir selbst auch weiter, um unsere Inhalte nochmal mit mehr Menschen zu teilen. Du findest mich auf Instagram, kannst mir auch dort sehr gerne eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo nochmal eine weiterführende Frage oder Themenstellung hast. Und wir haben dort auch dann die Möglichkeit, direkt für dich eine sinnvolle Antwort zu finden. Insofern hoffe ich, dir hier nochmal die Klarheit gegeben zu haben, wie du es ganz einfach schaffen kannst, eine tägliche Fitnessroutine aufzubauen, von zu Hause aus, selbst wenn du wenig Zeit hast, damit du dir nicht mehr den Einwand verkaufen kannst, mir fehlt so ein Equipment und oder Zeit, um endlich meinen Arsch hoch zu bekommen. Und insofern freue ich mich dann auch schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen, und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.